Hallo, wir sind eure Cookbrothers. Und heute gibt's Garnelen mit einem Tomatenkuli und provinzialischen Kräutern. Wunderschönes Farbenspiel. Wir wollen gar nicht viel sagen. Lasst ein Like und ein Abo da. Viel Spaß beim Video. Ciao. Und wieder sind es nur eine Handvoll Zutaten. Fast, ja. So, dann gib mir doch mal die Garnelen rüber. Kümmere ich mich drum? Sehr gerne. Und ich kümmere mich um die Tomatensauce. Genau. Zwiebel einfach schälen und dann schneiden. Das habe ich euch ja, oder haben wir euch ja schon ein paar Mal gezeigt. So, ich nehme jetzt hier die Garnelen aus der Schale. Hier haben wir jetzt eine spezielle Sorte. Easy Peel Garnelen sind das. Easy Peel deswegen, weil der Darm schon rausgenommen worden ist. Jetzt werden hinten aufgeschnitten mit der Schale. Und ich brauche dann hier nur noch den Banse entfernen. Und das geht natürlich viel, viel einfacher, wenn ich zuerst mein Messer rumschneiden muss. Dann drücke ich hier hinten drauf und kann ich natürlich viel, viel schneller die Garnelen ausbrechen. So, also ich bin soweit. So, jetzt geben wir hier ein bisschen Öl rein. Das ist natürlich jetzt ein bisschen hitzebeständiger als ein Pflanzenöl. Und dann gehen wir jetzt hier schön mit den Zwiebeln ran. Passen natürlich auf, dass hier nichts verbrennt. Und jetzt löschen wir, ich denke, jetzt können wir gleich ablöschen mit den passierten Tomaten. So, jetzt lassen wir das hier kurz ein kleines Stückchen vor sich hin köcheln. So, und jetzt schmecken wir das Ganze hier ab mit einer kleinen Prise Zucker, weil natürlich je nach Saison natürlich die Tomate unterschiedlich sauer ist, aber trotzdem der ein bisschen entgegenzuwirken. Und hier nochmal eine schöne Prise oder vielleicht noch eine kleine hinterher von unserer altbekannten Salz-Pfeffer-Mischung im Verhältnis 1:7. So, ein bisschen Kräuter machen wir natürlich auch mit rein. Bei der Tomatensauce gibt es ja zig verschiedene Varianten. Ne? Das ist jetzt wirklich eine klassische Tomatensauce, die kannst du eigentlich für alles nehmen. Ja, also manche machen auch Speck mit rein, das würde jetzt natürlich zu Garnelen überhaupt nicht passen. Ne? Mhm. Aber Speck tut der Tomatensauce richtig. So, jetzt zupfen wir uns hier einfach schöne Rosmarin. Wir haben hier den schon Rosmarin, nehmen natürlich alles schön mit. Und dann nehmen wir uns den hier und hacken den schön fein. Nur nach oben und unten. Okay, gut. Du machst das mit Kraft. Du musst das auch mit Technik machen. Na? Dran. Nur Salz, Pfeffer, Zucker. Ja, wir hätten auch ein bisschen Chili jetzt noch mit dran machen können. Das machen wir jetzt alles beim Anbraten der Garnele. So, ich habe jetzt die Pfanne hier volle Power. Ja? Wir haben jetzt hier, wie viel hast du rausgezählt? 10 Stück, glaube ich, ne? Ja, ich hoffe, dass 10 geworden sind. War zumindest mein Ziel. So, das sind dann 5 für jeden. Weil wenn wir es jetzt durch 3 teilen würden, dann würde eine übrig bleiben. Das wäre unfair. Also, Diego, aber du isst ja eh keine Garnelen, oder? Nee. So, Pfanne knalle heiß. Und jetzt nehmen wir hier natürlich Rapsöl zum Anbraten. Olivenöl würde verbrennen. So, und jetzt legen wir die Garnelen hier rein. Die Pfanne deswegen sehr, sehr heiß, weil natürlich die Garnelen viel Hitze brauchen, damit wir die schön anrösten, nicht, dass die Gummi werden. Ne? Okay, aber wäre es nicht zum Beispiel auch so, wenn man die Hitze nicht hoch genug hat, dass sie dann quasi kochen, weil quasi das Wasser in den nicht so schnell verdampft? Das ist dann das Allerschlechteste. Okay. Dann hast du wirklich Gummi. So, wir braten es jetzt von der einen Seite an. So, jetzt schauen wir mal nach. Wunderbar. Eine klebt. Ulala. So. So, und das geht jetzt auch verhältnismäßig schnell. Ja, wir fangen jetzt schon an,
kommen wir mit dem Kameramann ein bisschen in die Quere. Schalotten schon mit dazu. Und jetzt mache ich auch einen Tropfen Olivenöl mit rein. Weil es geht jetzt so schnell, dann nehmen wir auch den Geschmack mit. Ja. Die Tomaten. Knoblauch. Für die Tomaten ein bisschen Salz, Pfeffer. Etwas Zucker. Das hatten wir letztes Mal ja auch schon ein paar Mal. So. Dann haben wir hier ein bisschen Chili als Pulver. Das machen wir hier mit rein. Ich finde den eigentlich ganz toll. Da braucht man gar keinen frischen. Das machen wir so lange, bis die Tomaten angeschmolzen sind. Jetzt können wir schon die Tomatensauce hier drüber machen. Nun gibt es mit Thymian und Rosmarin noch. Auf jeden Fall. Das müssen wir auch mal runterdrehen. So. Wunderbar. Sehr schön. Das ist doch mal eine schöne Portion, oder? Oh ja. Jetzt nehmen wir hier noch unseren schönen Basilikum. Fürs Zuschauen und wir wünschen euch viel Spaß beim Nachmachen. Lasst ein Like und ein Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Eure Cook Brothers.